Essen als moderne Medizin. Davon sind diese Ärzte überzeugt. Die Ernährungsdocs. Anders essen kann so viel bewirken. Kann Krankheiten lindern und sogar heilen. Aber nur wenige wissen das. Doch jeder hat diese Chance verdient. Eine Chance für eine Frau, die immer Schmerzen hat. Unterschiedlich doll, aber es tut den ganzen Tag weh. Für einen Mann, dem nachts Mageninhalt in die Luftröhre schwappt. Was sind schon Panikmomente in dem Augenblick, weil ich wirklich keine Luft mehr bekomme. Und eine Frau mit Nierensteinen. Die Schmerzen sind die schlimmsten. Ich gönn's keinem anderen. Drei neue Fälle für die Ernährungsdocs. Ihre Strategie? Isst dich gesund. Sie leidet unter Dauerschmerzen. Klar hat man zwischendurch immer Momente, wo man denkt so, das soll jetzt den Rest meines Lebens weitergehen, ich bin noch keine 40. Da holt man einmal Tiefluft. Ich heiße Nadine Dede, bin 39 Jahre alt und habe Fibromyalgie. Fibromyalgie, eine chronische Schmerzstörung, von der Frauen rund 10-mal häufiger betroffen sind als Männer. Die Symptome sind vielfältig. Schmerzen, Magen-Darm- und Herz-Kreislauf-Probleme, Schlafstörungen, Erschöpfung. Man wird ein bisschen als Weichei hingestellt. Und das nicht nur von Bekannten, auch von Therapeuten, von Ärzten. Man sieht es nicht. Man wird angeguckt und dann heißt es, naja, so wie sie aussehen, sie haben bestimmt nichts. Ja. Lange hat Nadine die Zähne zusammengebissen, bis es nicht mehr ging. Trotz Medikamenten. Jetzt ist sie arbeitsunfähig. Nur die Familie hält sie aufrecht. Wenn ich das nicht hätte und den ganzen Tag Zeit hätte, erstens mich mit meinen Schmerzen zu beschäftigen und zweitens keinen zwingenden Grund hätte, aufzustehen oder etwas zu tun, ich glaube, ich würde mich echt viel zurückziehen. Wenn es ganz schlimm ist, dann lege ich mich auf mein Wärmekissen. Leichte Spaziergänge soll ich machen, Medikamente, aber das hat bis jetzt alles nicht so richtig den Effekt. Das macht hilflos. Ernährungsdoc und Rheumatologin Anne Fleck erlebt, dass Menschen mit Fibromyalgie einen enormen Leidensdruck haben, sich häufig nicht ernst genommen fühlen. Frau Dede, eine entzündlich-rheumatische Grunderkrankung, die ist ja ausgeschlossen worden. Ja. Mit einem offiziell anerkannten Schmerzindex zur Diagnose einer Fibromyalgie will die Medizinerin herausfinden, wo genau Nadine Schmerzen hat und wie stark sie sind. Schultergürtel rechts, ja. Hüfte links, ja. Oberschenkel links. Ja. Von 19 abgefragten Arealen sind 11 schmerzhaft. Und andere Symptome? Müdigkeit, ja. Durchfall, ja. Kopfschmerzen. Ja. Dann zum Schweregrad, von 0 wenig bis 3 heftig. Müdigkeit. Das ist schon ziemlich stark. Merk- und Konzentrationsstörungen. Sehr stark. Also es ist schon erschreckend. Mein Partner sagte schon, ich soll zum Demenztest gehen. Sie haben jetzt hier 9 Punkte, das ist die maximale Punktzahl. Das zeigt, es ist schon gravierend. Sind da gerade ein paar Tränchen im Auge? Bisschen. Wie stark fühlt Nadine sich eingeschränkt? 8. Die Fibromyalgie ist bisher nur symptomatisch behandelbar. Sie ist noch nicht heilbar. Deswegen ist das Ziel, für sie einen Weg zu finden, um einen erträglichen Umgang mit den Symptomen zu erreichen und auch mehr Lebensqualität zu haben. Das wäre schön. Da hoffe ich auf sie. Die Therapie von Fibromyalgie ist schwierig. Anderes Essen allein wird nicht reichen. Die Ernährungsdocs bitten ihren Kollegen Christian Sturm von den Bewegungsdocs an Bord. Für eine gemeinsame Strategie. Das Medikament, ein Antidepressivum, soll bleiben. Dazu kommen anderes Essen und Bewegung.
Doch sich bewegen, das fällt Menschen mit chronischen Schmerzen extrem schwer. Es gibt gerade wieder neue Studien, dass Ausdauertraining, gerade niedrig dosiertes Ausdauertraining, sehr, sehr wirksam ist. Und jetzt gerade ganz frisch auch wieder Tai Chi. Mhm. Ist das vielleicht auch der meditative Charakter von Tai Chi, der da noch eine Rolle spielt, der ja auch antientzündlich wirkt, genau wie Bewegung? Genau. Dann zur Ernährung. Nichts essen. Als Start. Heilfasten. Gibt es denn da schon Untersuchungen zu oder Belege zu diesem Ansatz? Ja, das ist weit entfernt davon, Standard zu sein. Und es wird den Patienten nicht angeboten. Aber es funktioniert. Die zelleigene Müllabfuhr wird angekurbelt. Und so kann der Körper sich endlich mal wieder regenerieren. Frau Dede, es könnte sein, dass das jetzt ein harter Einstieg für Sie wird. Okay. Ich möchte, dass Sie fasten. Mhm. Heilfasten, das heißt komplett auf festes Essen verzichten, 10 Tage lang. Ich bin gerade sprachlos, aber ja. Heilfasten funktioniert so. Es geht los mit einem Entlastungstag, zum Beispiel mit Essen aus Haferflocken, Naturreis, wenig Gemüse. Dann die Darmreinigung mit Glaubersalz und dann kommt der Verzicht. Erlaubt sind nur Fastengetränke mit 300 Kilokalorien pro Tag. Morgens ein Glas Tee mit wenig Honig, mittags ein frisch gepresster Gemüsesaft und abends ein Becher salzige Gemüsebrühe. Und über den Tag verteilt 2 Liter Wasser. Man muss erstmal schlucken, aber es haben schon viele vor mir geschafft. Ne? Das Fasten soll den Selbstreinigungsprozess von Zellen anregen und so Schmerzen verringern. Zusätzlich kann Entspannung helfen. Beim Tai Chi, meditativer Bewegung. Wie es mit der Ernährung nach dem Fasten weitergehen soll, will Anne Fleck ihr dann bei einem Hausbesuch erklären. Die 10 Tage jetzt gar nichts essen, das ist sportlich für mich. Aber das schaffe ich. Er hat Angst, dass sein Sodbrennen Krebs verursacht. Das Damoklesschwert ist im Grunde genommen eine Speiseröhrenkrebserkrankung. Das haben wir nämlich in der Familie schon gehabt, und zwar ausgelöst durch das permanente Sodbrennen. Mein Name ist Andreas Flügger, ich bin 52 Jahre alt und habe seit fast 30 Jahren Reflux. Sodbrennen. Wie hier demonstriert, schießt ätzende Säure aus dem Magen hoch in die Speiseröhre. Bei Andreas Flügger bis in den Mund und sogar in die Luftröhre. Symptome sind brennende Schmerzen hinter dem Brustbein, Halskratzen, Hustenreiz, Heiserkeit. Es geschieht so oft, dass Andreas Flügger mittlerweile Angst vorm Einschlafen hat. Es passiert meist in dem Moment, wo man tatsächlich so in den Schlaf sinkt. In dem Moment schießt man halt Magensaft nach oben mit Mageninhalt, schwappt dann wahrscheinlich über die Luftröhre und in dem Moment bekomme ich wirklich keine Luft mehr. Schrecksekunden, die seine Frau Annika hilflos miterlebt. Er ist dann wirklich völlig in Panik und ja, versucht ruhig zu bleiben, aber innerlich merkt man, dass er echt hat Panik, einfach Angst, dass es gleich vorbei ist. Aushalten, trinken und weiteratmen hilft irgendwann. An Schlaf ist erstmal nicht zu denken. Die Säureattacken sind auf Dauer gefährlich, warnt Silja Schäfer, Internistin und Ernährungsmedizinerin aus Kiel. Sie ist die Neue im Ärzteteam auf dem Hamburger Hausboot und will Andreas Flügger vor Augen führen, was in ihm drin passiert. Herr Flügger, schauen Sie mal. Eine Säuremessung mit verdünnter Salzsäure, ähnlich sauer wie Magensaft. Es färbt sich ganz schnell pink, maximal sauer. So ist das auch in Ihrem Magen. Okay. Und hier haben wir ein Stückchen Hühnchenfleisch, zart und ungeschützt, wie das gesunde Gewebe in Ihrer Speiseröhre.
So ein Stückchen Fleisch hatte die Ärztin eine Stunde zuvor in die verdünnte Salzsäure gelegt. Will ich das jetzt sehen? Die Oberfläche ist ja total zersetzt. Und ja, also das ist ja auch das Gefühl, was ich empfinde, wenn es zum Reflux kommt. Leider nicht nur ein Gefühl, bestätigt der Befund seines Gastroenterologen. Das lese ich einmal vor. Mehrere nicht konfluierende flache Schleimhautdefekte, fibrinbelegt und rötlich, fleckig und streifig. Ein Barrett-Syndrom. Dieses Barrett-Syndrom ist schon die Vorstufe zu Speiseröhrenkrebs. Magenkrankheiten liegen bei den Flüggers in der Familie. Dem Vater wurden Teile des Magens entfernt. Auch Andreas' älterer Bruder litt an massivem Sodbrennen. Dann hat man eben halt gesagt, okay, dann müssen wir halt Medikamente verwenden, wie zum Beispiel Säureblocker. Also haben wir gedacht, das ist jetzt wohl das Mittel der Wahl. Trotz der Tabletten erkrankt sein Bruder an Speiseröhrenkrebs, stirbt Jahre später. Als er dann verstorben ist, war es dann so, dass man natürlich dann anfängt, wirklich auch Sorge zu kriegen. Die Krebsgefahr ist für ihn keine Theorie mehr. Das da, das ist Speiseröhrenkrebs. Und so ein Speiseröhrenkrebs hat eine sehr schlechte Prognose. 4 von 5 Betroffenen überleben die ersten 5 Jahre nach Diagnose nicht. Das Risiko, wie sein Bruder an Krebs zu erkranken, versucht Andreas mit den Medikamenten zu senken. Schluckt seit Jahren morgens und abends Säureblocker. Also sie nehmen schon die maximale Dosierung und trotzdem hat das nicht verhindern können, dass sich dieses Barrett-Syndrom, diese Vorstufe von Krebs gebildet hat. Das ist schon das, was mir extrem Sorge macht. Die Ernährungstipps bei Sodbrennen sind sehr individuell. Aber es gibt ein paar absolute No-Gos. Das sind Kaffee, Alkohol, Kohlensäure und zu große, zu fettige und zu späte Mahlzeiten am Abend. Wenn ich mir Ihr Ernährungsprotokoll so anschaue, dann trinken Sie zu viel Kaffee. Mhm. Ja, das ist so mein Tagesbegleiter halt. Ne? Mhm. Sie trinken fast jeden Abend Alkohol, Bier. Da haben wir dann auch noch die Kohlensäure. Und Sie essen abends zu spät, okay, zu viel und zu fettig. Um 20 Uhr Grünkohl mit Kochwurst. Oder um 8:30 Hackfleischbuletten und Käsebrötchen. Die Krönung, 4 Frikadellen. Zwar aus Gemüse, aber zu ölig und viel zu spät. Anstelle von Kaffee soll er morgens nur einen säurearmen Espresso trinken. Und statt dem großen Abendessen 5 kleine, fettarme Mahlzeiten über den Tag verteilen. Geben Sie mir mal Ihre Hände. Das ist Ihre Portionsgröße. Das ist nicht viel. Also tatsächlich muss ich zugeben, da würde meine bisherigen Mahlzeit nicht reinpassen. Fettarm, viel Gemüse und Eiweiß. Und dazwischen nichts. Gar nichts. Und dann hat die Ernährungsmedizinerin noch einen Spezialtipp für den übersäuerten Mann. Puzzeln Sie mal gern zusammen. Das ist jetzt. Ich versuche es gerade mal. Sind Sie sicher, dass die passen? Ja. Echt? Gut, dann versuche ich es mal so. Da steht Küka Laiwa und ich kann damit offen gestanden gerade noch wenig anfangen. Küka Laiwa steht für Kümmel, Kartoffel, Leinsamen und Wasser. Das ist eine Säureschutzsuppe. Ah, okay. Probieren Sie gern mal. Bin ich jetzt ehrlich gesagt gespannt. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber tatsächlich nicht schlecht.
Ich hatte jetzt nach dem ersten Blick auf die Zutaten mit was viel Schlimmerem gerechnet, um ehrlich zu sein. Das Rezept für das Getränk aus Kümmel, Kartoffel, Leinsamen und Wasser gibt es bei den Ernährungsdocs im Internet. Um sein Sodbrennen zu reduzieren, muss Andreas auch in Bewegung kommen. Er arbeitet als Berater und sitzt hauptsächlich. Ich würde Sie bitten, das hier mal überzuziehen. Ja. Das sieht mir sehr nach einer Startnummer aus. Das ist eine Startnummer, denn Sie nehmen in 3 Monaten circa an einem 5-Kilometer-Lauf teil. Jetzt haben Sie aber eine Herausforderung. Aber also mit mir zusammen. Das ist doch eine viel größere Herausforderung. Aber das ist auch ein Ziel. Also einfach wird's nicht. Ich glaube, aufgeben werde ich nicht. Aber das ist mehr so für mich selbst Daumen drücken. Zehn Tage lang hat Nadine Dede nichts gegessen, gefastet gegen den Schmerz. Und mit der Videokamera ein Fastentagebuch geführt. Ernährungsdoc Anne Fleck kommt zum Hausbesuch. Ein Fastenfazit ziehen und sehen, wie es weitergeht. So, Frau Dede, wollen wir mal schauen? Ja. Heute gibt es meinen leckeren Drink. Ich bin gespannt. Das war mit Passagesalz zum Abführen. Mhm. Mhm. Also lecker trinken ist so ein bisschen... Lecker ist was anderes, ja. Genau. So, Tag 2. Der wahrscheinlich, hoffentlich schlimmste Tag ist jetzt fast vorbei. Ich trinke jetzt meine Brühe und dann gehen wir ins Bett. Warum der wahrscheinlich schwerste Tag? Weil wir den ganzen Tag nur Hunger hatten. Warum wir? Mein Mann hat tatsächlich auch Solidarität mitgefastet. Liebe ist, wenn er mitfastet. Genau. 10 Tage lang gab es nur Tee, Brühe oder Suppe aus passiertem Gemüse. Sonst nichts. Mit überraschender Wirkung. Wie ist denn Ihr Fastenfazit? Sehr positiv. Es hat sich schon eine Menge getan. Alleine das Erste, dass ich weiß, ich kann ohne Essen leben. Meine Gelenke sind nicht mehr so steif. Sie wirken wie ausgewechselt. Viel entspannter. Die Grundschmerzen sind ja auch besser geworden. Wie geht es jetzt mit der Ernährung weiter? Ich möchte, dass Sie Veganerin werden. Was ist das? Eine neue Kombination aus Paleo und Vegan, also Steinzeit und rein pflanzlicher Kost. Nadine soll 75% Gemüse essen und Obst. Zuckerarme Beeren, Kiwi, dann Fisch, wenig Fleisch, Eier und viel Fett. Gute Öle wie Algenöl, Nüsse und Samen. Diese Kombination liefert die optimale Energie für die kleinsten Kraftwerke ihrer Zellen, die Mitochondrien. Auf Getreide, Zucker und Milchprodukte soll sie verzichten. Rezepte für vegane Gerichte bei Fibromyalgie gibt es bei den Ernährungsdocs im Internet. Vegane Ernährung ist ein moderner Ansatz, mit dem wir die positiven Effekte des Fastens von Nadine Dede weiter ausbauen wollen. Wird Ihr Plan aufgehen? Ihr Alltag ist kaum noch planbar. Man wird schwarz vor Augen, man wird schwindelig. Es kommen solche Krämpfe, dass man nachher sich wirklich dann übergeben muss. Ich heiße Insa Helscher, bin 45 Jahre alt und produziere Zystinsteine. Nierensteine aus Zystin. Sie sind häufig größer und härter als andere Nierensteine, bilden sich schneller nach. Im Akutfall kommt es zu einer Kolik. Mit krampfartigen Schmerzen, die in Rücken, Brust und Bauch ausstrahlen. Übelkeit, Durchfall, Blut im Urin. Die zweifache Mutter musste deshalb in den vergangenen 1,5 Jahren 12-mal auf den OP-Tisch.
Teilweise war ich nur zum Wäschewaschen zu Hause. Dann war ich schon in der nächsten Kolik wieder drin und musste schon wieder ins Krankenhaus. Also maximal 4 Tage zu Hause geschafft und dann war ich wieder drin. Insa Hölscher fühlt, dass sie immer weniger Power hat. Besonders für ihre Arbeit im Kindergarten. Es ist so, dass ich vor der Krankheit richtig anpacken konnte. Ich habe 4 Stühle auf einmal getragen und jetzt, ich lebe lieber nur einen Stuhl. Die Kraft ist einfach weg. Zu den Nierensteinen ist noch eine Schuppenflechte dazugekommen, die Insa, trotz starker Entzündungshemmer, nicht in den Griff bekommt. Ihr Körper, ihre Gesundheit ist völlig aus dem Gleichgewicht. Das macht auch ihrem Mann Thomas Sorgen. Im Hinterkopf ist die Angst schon da, sag ich mal, dass das schlimmer wird, ne? Es zehrt ziemlich an den Nerven da. Ihre Trinkmenge hat Insa wegen der Nierensteine drastisch erhöht. Auf 4 Liter am Tag. Trinkt sogar nachts. Aber gebessert hat sich nichts. Ernährungsdoc Matthias Riedel will ihr zuerst zeigen, was in ihrem Körper schiefläuft. Frau Hölscher, diese gelbe Flüssigkeit hier, das ist Urin. Und das hier ist die Aminosäure Cystein. Die hat jeder von uns im Urin. Gesunde Menschen scheiden pro Tag weniger als 30 Milligramm Cystein mit dem Urin aus. Insa aber hat einen genetischen Defekt. Bei ihr ist es mehr. Wir haben bei Ihnen jetzt diese Konzentration von dem Cystein gemessen und sind auf 395 pro Liter gekommen. Und das ist das 10-fache von dem, was der normale Mensch im Urin hat. Aha, okay. Also eine gigantisch hohe Menge. Ja. Und daraus werden dann solche Quälgeister. Das sind meine Schmerzen. Der Arzt bittet sie einzuschätzen, wie hoch ihr Leidensdruck ist, auf der Skala. So hier so zwischen. Zwischen 8 und 9. Es ist mein ständiger Begleiter. Mhm. Bei der genetisch bedingten Stoffwechselstörung sammelt sich zu viel Cystein im Urin an. Es kristallisiert aus, lagert sich im Nierenbecken ab und klumpt zu größeren Gebilden zusammen. Diese Steine wandern häufig in den Harnleiter. Dort können sie stecken bleiben. Der Urin staut sich. Versucht der Harnleiter, die Steine durch das Zusammenziehen von Muskeln loszuwerden, entstehen Krämpfe. Die gefürchteten Nierenkoliken. Bei Insa eine kritische Situation. Diese vielen kleinen Steine, die sitzen überall in der Niere, in den kleinen Gängen und führen zu Stauungen und zur Belastung des Nierengewebes. Am Ende ist das das Ergebnis. Eine Schrumpfniere, die vollkommen ihre Funktion einstellt. Tja, das ist meine Angst. Insas Nieren sind schon geschädigt. Ihre linke Niere hat nur noch 27% Restleistung. Die rechte versucht das auszugleichen, hat allerdings auch nur noch 73%. Ja. Zu einem Überfluss haben Sie ja auch noch eine Schuppenflechte. Ja. Kann ich mal sehen? Diese chronischen Entzündungen setzen die Nieren zusätzlich zu. Okay. Den weiteren Verlust von Insa Hölschers Nierenfunktion aufhalten, das ist das Ziel von Ernährungsdoc Matthias Riedel. 2 Schritte. Wir müssen einmal den Cystingehalt im Urin senken und dann die chronische Entzündung, die durch die Schuppenflechte entsteht, ebenso. Okay. Ziel ist es, den Cystingehalt im Urin, den wir jetzt so bei knapp 400 haben, zu senken, so tief wie möglich. Obwohl die Nierensteine bei Insa genetisch bedingt und damit schwer zu beeinflussen sind, sieht der Arzt 3 Angriffspunkte. Ihre Eiweißaufnahme, den Säuregehalt im Urin und Salz. Wenn ich mir Ihr Ernährungsprotokoll angucke, dann sehe ich, dass Sie viel Wasser trinken, das ist gut.
aber es ist überwiegend Leitungswasser. Ja. Und ich empfehle Ihnen stattdessen bicarbonathaltiges Wasser. Das hilft Ihnen, den Säuregehalt im Urin zu senken. Okay. Und der besondere Clou dabei ist, dass wir da noch Sanddornpulver reintun. Sanddorn hat viel Vitamin C und das hilft gegen Ihre Zysteinsteine. Dann zum Essen. Ich sehe, Sie essen kaum Fleisch. Das ist sehr gut, weil Fleisch Zystein enthält. Aber Sie essen sehr viel Fleischersatzprodukte. Ja, richtig. Vegetarische Burger, Schnitzel und Frikadellen auf Sojabasis. Für Insa vollkommen ungeeignet. Soja ist ein ganz, ganz wichtiger Zysteinlieferant. Oh, da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Aber das ist noch etwas. Diese Fertigprodukte, und es sind ja Fertigprodukte, die müssen Geschmack bekommen. Und da machen die Hersteller Salz rein. Ja. Was glauben Sie, wie viel Gramm Salz diese beiden Kunstpouletten enthalten? 1,7. Das Doppelte. 3,4. Oh, okay. Also, das, was ich meinte, war richtig, ist komplett falsch. In diesem Fall ja. Ja. Salz fördert nämlich Ihre Nierensteine und deshalb müssen Sie mit dem Salzkonsum möglichst unter 4 Gramm am Tag bleiben. Das ist weniger als ein gestrichener Teelöffel voll. Gesamtsalz, also aus Lebensmitteln und dem Streuer. Und gilt für alle Menschen mit Nierensteinen. Dann zum Eiweiß. Eiweiß macht Ihren Urin sauer. Und deshalb müssen wir damit geizig sein. 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist die Empfehlung. Wie viel wiegen Sie? Circa 78 Kilo. Macht rund 62 Gramm Eiweiß pro Tag. Zum Beispiel morgens Naturjoghurt mit Haferflocken, Nüssen, Kernen und Obst. Mittags ein Quinoa-Salat mit Kichererbsen und Feta. Und abends Lachsfilet mit Ofengemüse. Die Rezepte gibt es bei den Ernährungsdocs im Internet. Keine Fertigprodukte, möglichst wenig Brötchen und Backwaren, aber dafür viel Gemüse und viel Omega-3-Fettsäuren. Das wirkt antientzündlich gegen Ihre Schuppenflechte und verhindert weitere Nierensteine. Jo, dann ran an die Arbeit. Dass Ihr Essen für Ihre Nierensteine bislang total kontraproduktiv war, muss Insa erstmal verdauen. Dass ich komplett daneben liege, wo ich meine, ich habe mir was Gutes getan, da hätte ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Überhaupt nicht. Wird sie mit all den Umstellungen zurechtkommen? Herbstlauf in Ofen, Niedersachsen. Andreas Flügger ist nervös. Er hat 5 Kilometer vor sich, zusammen mit rund 800 anderen. Nach 20 Jahren No Sports hatte er nur knapp 3 Monate Zeit, sich auf diesen Tag vorzubereiten. Wie versprochen startet Ernährungsdoc Silja Schäfer mit ihm. Hallo. Ich mich. Also es geht gar nicht darum, dass wir jetzt hier eine Bombenzeit an den Tag legen, sondern es sollte eben als Motivation dienen, dass Sie ein Ziel vor Augen haben, um das Training durchzuhalten. Und jetzt krönen wir heute das Ganze und haben Spaß. Los geht's. Das hat sie sehr geschickt im Grunde genommen gemacht, mich da so ein bisschen gezogen auch, ohne mich jetzt wirklich unter Druck zu setzen. Und dann haben wir versucht, mich so ein bisschen abzulenken mit aufmunternden Worten gewissermaßen. So sind wir auch toll ins Ziel gekommen. Gemeinsam kommen da vorne die 101, Andreas Flügger und Silja Schäfer von den Ernährungsdocs. Obwohl die beiden mit als Letzte ins Ziel kommen, hat Andreas seine Trainingszeit verbessert. Neuer Rekord. Geschafft. Es waren sonst immer so 43, 44 Minuten. Jetzt waren es 38, 44. Sehr schön. Also schon ein ganzes Stück schneller. Sehr gut. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Idee der Motivation. Allein wäre ich auf diese Idee nicht gekommen. Musik
Sein neues Ernährungsleben gegen das Sodbrennen, ohne Kaffee, Kohlensäure, Alkohol und fettige Mahlzeiten, stellt der Berater für sich in Form einer Sinuskurve dar. Mit Höhen und Tiefen. Also der erste Höhepunkt war erstmal relativ schnell zu merken, dass mit den kleineren Mahlzeiten auch so die Belastung abnimmt. Das hat relativ schnell dafür gesorgt, dass dieses Thema Reflux nachts tatsächlich aufgehört hat. Tiefpunkt bedeutet für ihn, von festgefahrenen Gewohnheiten loszukommen. Von Alkohol und Getränken mit Kohlensäure. Das Schleimhautschutzgetränk von Ernährungsdoc Silja Schäfer, Küker Laiwa, ist aber doch durchgefallen. Es fühlt sich an wie Speichel, ja, also wie so ein Schluck aus dem Spucknapf. Und das war nicht meins. Die Säureblocker hat Andreas abgesetzt. Ein wichtiger Schritt. Denn jetzt spürt er wieder, was ihm bekommt und was nicht. Und auf seiner Erfolgskurve sieht er sich aktuell im Aufstieg. Ob der Höhenflug von Dauer ist? Seit dem Ende ihrer Fastenzeit isst Nadine Dede vegan. Gemüse, Obst, Eier, Fisch und etwas Fleisch. Kaum Kohlenhydrate und keine Milchprodukte. Für die hat sie Alternativen gefunden. Aus Lupine, einer Hülsenfrucht mit eiweißreichen Samen. Mit Lupinenjoghurt, Spinat, Möhre und Apfel mixt Nadine einen Smoothie. Für Gebäck aus Getreide hat sie auch Ersatz gefunden. Mikrowellenbrot aus der Tasse mit Mandelmehl, Kokosfett und Ei. So, die letzten Millisekunden in der Mikrowelle. Ja. So schaut es aus. Ups, man muss es dann stürzen und ein bisschen abkühlen lassen. Dann kann man es in kleine Scheiben schneiden. Kann es noch toasten oder auch so lassen. Aber ich finde, es ist eine nette Alternative. Nadines absoluter Favorit? Putenspieße mit Kürbisspalten und einer Erdnusssoße mit Kurkuma und Kreuzkümmel, entzündungshemmenden Gewürzen. All das zusammen wirkt. Seit 2 Wochen arbeitet die dreifache Mutter wieder in ihrem alten Job bei einem psychosozialen Dienst. Also ich hätte mir das nicht vorstellen können, dass das wieder so funktioniert. Und die Prognosen waren ja auch alle so, dass ich eigentlich Rente beantragen kann. Und ja, zurzeit können wir den allen zeigen, nö, ist nicht so, ich kann wieder arbeiten und das ist schon schön. Lass die Muskeln los. Und Nadine schafft noch mehr. Tai Chi, wie von den Bewegungsdocs geraten. An anderen Tagen Ausdauersport, Wassergymnastik und Dehnübungen. Wird es ihr trotz ihrer Fibromyalgie weiter gut gehen oder mutet sie sich zu viel zu? Andreas Flügger kommt zum Abschlussgespräch auf das Praxisboot. Für ihn ein besonderer Tag, den Ernährungsdoc Silja Schäfer nicht vergessen hat. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das ist ja super, vielen Dank. Ein Mandel-Möhrenkuchen, bei Reflux geeignet. Was macht Ihr Sodbrennen? Können Sie das mal in Ihrer persönlichen Sinuskurve darstellen? Ja. Also irgendwo bei 70%, glaube ich, ist es besser geworden. Sehr schön. Zum einen die Tatsache, dass die Tabletten komplett wegfallen, Sodbrennen sich eher selten darstellt und dass sich das Bewusstsein gegenüber der Ernährung tatsächlich auch verändert hat. Und Sie sagen, Sie kochen selbst und Sie kochen auch gern? Ich koche wirklich gern, ja, ja. 5 Monate lang hat er viel gekocht und das auch fotografiert. Und das ist mein neues Frühstück. Es ist wahnsinnig gerne Haferflocken mittlerweile mit Früchten drin. Super. Gemüsepfanne mit ein bisschen Kartoffeln dabei, mit ein bisschen Hähnchenbrustfilet, also auch fettarmes Fleisch dabei. Und dann aber auch ein hoher Anteil an Gemüse. Und der zweite Punkt ist die Menge. Ich nehme auch die kleineren Teller, also die Frühstücksteller. Sie essen jetzt kleine Portionen. Ja. Das klappt. Sie essen eiweißreich. Ja.
Sie essen auch fettarm? Ja. Toll. 70% weniger Sodbrennen. Gilt das auch weiterhin für nachts? Denn da war Andreas die Magensäure regelmäßig bis in die Luftröhre geschwappt. Also das habe ich seitdem nie wieder gehabt. Ich gehe heute völlig anders und völlig entspannt ins Bett. Optimal. Und wenn Sie auf diesem Weg bleiben, dann wird sich die Vorstufe von Krebs, dieser Barrett, auch zurückbilden. Toller Erfolg. Sind Sie damit selber auch zufrieden? Ich bin total zufrieden damit. Also vor allem in so kurzer Zeit. Das habe ich tatsächlich nicht für möglich gehalten. Eine kleine Angst vor dem Speiseröhrenkrebs, den sein Bruder hatte, bleibt aber. Deshalb wird Andreas sich weiterhin regelmäßig untersuchen lassen. Weil ich will natürlich jetzt auch diesen Beleg dafür haben, dass das, was ich tue, der richtige Weg ist und auch sicherstellen, dass das so bleibt. Die Ernährungsumstellung gegen Nierensteine und Schuppenflechte spaltet Insa Hölschers Welt. In gewohnt und ungewohnt. Sehr ungewohnt war anfangs das neue Frühstück. Ein eiweißreiches Müsli aus Dinkelflocken, Chiasamen, Beeren, Joghurt, Nüssen und Leinöl statt der gewohnten Brötchen. Ich könnte auch 3 Brötchen verputzen. Das war immer so meins. Jetzt ist es natürlich mit dem Müsli, das ist ungewohnt, würde ich sagen. Absolut gewöhnungsbedürftig, das Vitamin-C-haltige Sanddornpulver, das der Entstehung ihrer Nierensteine entgegenwirken soll. Ich habe das dann erstmal im Glas Wasser. Das mochte ich gar nicht. Also ich habe mich richtig geschüttelt. Das war wirklich ein Kampf, dass ich das zu mir genommen habe. Jetzt rührt sie das Pulver in ihr Frühstück. Ein Tipp von den Ernährungsdocs. Und daran konnte sie sich gewöhnen. So, was brauche ich denn? Ebenfalls ungewohnt, Mahlzeiten genauer planen. Insa strukturiert jetzt eine ganze Woche durch, denn sie muss genau darauf achten, wie viel Eiweiß, Cystein, Salz und Magnesium sie isst. Einmal pro Woche darf die 46-jährige Geflügel, einmal ein Stückchen Lachs, mehr nicht. Wegen des steinbildenden Cystins. Ansonsten Gemüse. Man sieht auch ja den Erfolg schon. Ja. Und das merkt man auch an Insa. Sie hat viel mehr Lebensqualität, sage ich jetzt mal so. Sie hat mehr Freude am Leben jetzt, ne? Also ich bin positiv überrascht von der ganzen Sache. Mein ganz großer Stolz, es ist zwar für andere vielleicht lächerlich, aber ich habe vom Deich aus bis hierher, das sind gute 500, 600 Meter, durchgejoggt. Und ich war happy, dass ich das mal wieder hingekriegt habe. 3 Monate hat Insa noch bis zum Abschlussgespräch bei den Ernährungsdocs. Nadine Dede kommt auf das Praxisboot. Bei ihr ist Ernährungsdoc Anne Fleck besonders gespannt. Welche Wirkung hat die Kombination aus Fasten, veganem Essen, Sport und Medikamenten nach 5 Monaten auf ihre starke Fibromyalgie? Wie geht's Ihnen heute? Also heute geht's mir sehr gut. Ich bin belastbarer, ich kann wieder arbeiten, ich habe deutlich weniger Schmerzen. Eigentlich hat sich alles gewandelt. Also das ist echt enorm. Was hat sich konkret gebessert? Anne Fleck fragt den Schmerzkatalog erneut ab. Hüfte links? Nein. Hüfte rechts? Ein bisschen. Bauch? Nein. Nacken? Nein. Oberer, unterer Rücken? Unterer ein bisschen, aber lange nicht so. Das war ja damals das Schlimmste. Ja. Müdigkeit? Nein. Durchfall? Nein. Das neue Ergebnis? Ihre Schmerzzonen sind nur noch 4 von 19 positiv. Vorher waren es 11. Und ihre Schmerzstärke liegt jetzt bei 2. Vorher war es 9. Wahnsinn. Und ihr Leidensdruck? Der lag bei 8. Jetzt? Da so. Also von 8 auf 2,5. Ja, so. Haben Sie damit gerechnet? Nee, überhaupt nicht.
Es wurde immer von allen gesagt, na, da wird sich nicht mehr viel dran ändern. Bei einer Fibromyalgie kann man nichts machen. Auf sie zumindest trifft das nicht zu. Das spürt Nadine jetzt jeden Tag. Der Schlüssel zum Erfolg? Ich will es gar nicht sagen. Doch. Es war das Fasten. Es war genau das, was ich da gebraucht habe. 10 Tage Heilfasten. Hält die Wirkung an? Wir machen noch einen Fastentag in der Woche. Dadurch, glaube ich, frischen wir das auch immer noch mal ein bisschen auf. Sie sagen es. Und Sie haben abgenommen. Ja, das war ein nettes Nebenprodukt. Wie viel? 22 Kilo sind es jetzt. Das ist fantastisch. Ja, ich bin total zufrieden. Das Heilfasten hat die Wende bei Nadine Dede eingeläutet. Der großartige Erfolg ist aber der multimodalen Therapie zu verdanken. Die Kombination aus Ernährung, Sport und Medikamenten. Zwölfmal ist Insa Hölscher mit Nierensteinen auf dem OP-Tisch gelandet. Vor ihrer Ernährungsumstellung. Hat anderes Essen ihre schlimme gesundheitliche Lage verbessert? Frau Hölscher, was machen die Nieren? Sie verhalten sich ruhig. Seit wann? Ja, seit eigentlich der Ernährungsumstellung, würde ich wohl sagen. Also jetzt ein halbes Jahr? Ja. Haben Sie die Nieren nicht gespürt? Nein. Gar nicht? Nein. Kein Schmerz? Kein Schmerz. Kein Krankenhausaufenthalt? Toi, toi, toi. Kein Krankenhaus mehr. Verantwortlich für die Nierensteine war die hohe Zystinkonzentration in ihrem Urin. 10-fach zu hoch. Fast 400 Milligramm pro Liter. Wie ist das jetzt? Der Wert ist 330. Ja. Das ist rund 20% runtergegangen. Das ist mehr, als ich gedacht hatte. Weil sie ja eine genetische Störung haben. Ja. Und sowas ist unheimlich schwer zu beeinflussen. Okay. Ja, schön. Und das merken ihre Nieren schon. Okay. Wir haben die Nierenfunktion noch mal testen lassen. Und dabei zeigt sich, dass die Funktion konstant geblieben ist. Und mehr kann man nicht erreichen. Der Stillstand der Verschlechterung, das ist das Ziel. Und diese fundamentale Verbesserung ihres Gesundheitszustands haben sie erreicht, durch die Neusortierung im Essen von Eiweiß, Zystin, Magnesium und Salz. Ja. War das schwer? Es war eine Umstellung. Mhm. Aber jetzt ist das alltäglich. Nun noch zu Insas zweiter Baustelle. Haben Gemüse und Öle ihre Schuppenflechte beeinflusst? Sie war mal ganz verschwunden. Ist jetzt leider durch ein bisschen Stress wieder ausgebrochen. Das können wir nicht ganz ausschalten durch Ernährung, ne? Nee, das ist so. Wenn der Stress jetzt noch weggeht, heilt das auch wieder ab? Ja, auf jeden Fall. Ich hätte so eigentlich nicht wirklich erträumt, dass das so sein kann. Ich bin richtig stolz. Ich nehme keine weiteren Medikamente. Es ist wirklich nur durch die Ernährung. Gesund werden mit Essen als Medizin. Nicht immer einfach, aber man kann es schaffen. Gemeinsam mit den Ernährungsdocs. Das Buch zur Sendung ist im Buchhandel oder im NDR-Shop erhältlich.